Friedensbewegung, das ist zuerst einmal das Bündnis derer, die nichts mehr von Rüstung wissen wollen, mit denen, die zu viel davon wissen. Ich bin der Meinung, dass wenn die Straße sich in Bewegung setzt, dass dann die Regierung zumindest das beachten muss. Ich habe zwei Kriege erlebt. Ich will meinen Kindern, Enkeln und allen nochmal bescheren. Wir wollen aus diesem waffenstarrenden, weltumspannenden Irrenhaus ausbrechen. Wir wollen kein Feindbild. Wir wollen nicht das Fußvolk einer Raketenpartei sein. Mit Menschenketten und Sitzblockaden protestierte die Friedensbewegung vor US-Militärstützpunkten. Im Bonner Hofgarten versammelten sich auch 1982 und 1983 wieder 100.000. Politiker im Bundestag warfen den Demonstrierenden vor, sie würden beim Thema Aufrüsten nur die USA und die Bundesrepublik mit ihrem Protest überhäufen, aber nicht die Sowjets hinter dem eisernen Vorhang. Weil wir diese, unsere Regierung gewählt haben und nicht die sowjetische. Ohne Waffen!